Es ist 7:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. FPÖ-Chef Kickl erhöht den Druck auf die ÖVP, ihn zum Kanzler zu machen. Die ÖVP schließt eine Zusammenarbeit weiter aus, aber wird sie dieses Nein halten können? Dazu eine Analyse. Israel ist auf der Suche nach der Lücke im Schutzschild gegen feindliche Geschosse. Wie konnte eine Hisbollah-Drohne bei Haifa einschlagen? Und nach zahlreichen Bombendrohungen gegen Bahnhöfe und Schulen in Österreich ist der Täter in der Schweiz ausgeforscht worden. Warum wird mit seiner Verhaftung so lange zugewartet? Sonne und Wolken bringt das Wetter morgen. Nach dem Intermezzo der Vorarlberg-Wahl sind alle Augen wieder auf die Regierungsbildung in Wien gerichtet. Bundespräsident van der Bellen hat nach der Nationalratswahl vorerst noch keinen Auftrag zu einer Regierungsbildung erteilt, sondern die drei Chefs der stimmenstärksten Parteien gebeten, untereinander Gespräche zu führen. Und da erhöht FPÖ-Chef Kickl jetzt den Druck auf die ÖVP, ihn zum Kanzler zu machen. Er wirft Nehammer vor, aus persönlichen Gründen eine Mitte-Rechts-Regierung zu gefährden. Um seine Standpunkte zu unterstreichen, hat er heute eine umfangreiche Erklärung abgegeben. In einem 40-minütigen Statement redet sich der FPÖ-Chef heute seinen Unmut von der Seele. Kickl stößt sich an der vom Bundespräsidenten gewählten Vorgangsweise, nicht gleich die stimmenstärkste Partei, also die FPÖ, mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Er hat damit die Unklarheit produziert, die er jetzt selber beklagt. Es laufe ein abgekartetes Spiel gegen den Wahlsieger. Die FPÖ müsse den Auftrag bekommen. Kickls Botschaft an die ÖVP und Karl Nehammer: Ich denke, dass in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden die vernünftigen Kräfte in der ÖVP gefordert sind. Ich möchte es einmal so sagen, Sie dürfen Karl Nehammer nicht alleine lassen in seinem emotionalen Ausnahmezustand, sondern Sie müssen ihn jetzt stützen. Die Retourkutsche kommt postwendend aus der ÖVP-Parteizentrale. Man darf sich auch nicht wundern, wenn man 5 Jahre lang alle anderen als Diktatoren, Systemparteien, Volksverräter beschimpft, dass es wenig Partner gibt für eine Regierungsbildung. Und man darf sich dann auch nicht wundern, wenn man alleine zu Hause ist. Kickl habe die Wahl gewonnen, aber in Österreich gelte kein Mehrheitswahlrecht. Die FPÖ müsse also einen Koalitionspartner finden. Im Studio dazu Claudia Dannhaus aus unserer Innenpolitikredaktion. Tatsächlich hat Bundespräsident van der Bellen noch keinen Regierungsauftrag erteilt. Aber ist der Umstand, damit Herbert Kickl jetzt nicht zu betrauen, wirklich demokratiepolitisch bedenklich? Na, den absoluten Kanzleranspruch, den hat man natürlich nur, wenn man die absolute Mehrheit hat. Die FPÖ, die ist am Wahlsonntag zwar stimmenstärkste Partei geworden, aber mit knapp 29% der Stimmen hat man doch 71%, die eine andere Partei gewählt haben. Und das sind immerhin 2/3. Jetzt ist die Erzählung der FPÖ schon klar. Die gibt es schon seit dem Wahlkampf. Man sieht sich in der Märtyrerrolle. Man sagt, die Einheitspartei, das sind alle anderen, egal ob das Links-Rechts-Parteien sind. Ganz egal, die sind alle gegen sie. Aber man weiß aus der Geschichte, das wissen die Österreicher, das weiß auch die FPÖ, als Erster muss man nicht unbedingt den Kanzler oder den Landeshauptmann stellen. Das war schon einmal 1999 in Bund so, zweimal in Kärnten so. Da war immer die SPÖ, die das Nachsehen hatte. Und FPÖ und ÖVP haben dann gemeinsam einen anderen Kanzler oder Landeshauptmann gestellt. Welchen Schritt wird denn aller Wahrscheinlichkeit nach Bundespräsident van der Bellen jetzt als nächstes setzen? Naja, da scheint die Linie doch relativ klar. Er hat ja zu diesen Dreiergesprächen aufgerufen, die jetzt diese Woche stattfinden. Er hat nicht der stimmenstärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag gegeben, was ungewöhnlich ist. Das war bisher der Fall. Bisher hatte der Erste zumindest die Möglichkeit zum Scheitern. Also kann man wohl annehmen, dass van der Bellen dabei bleibt und Kickl nicht den Regierungsbildungsauftrag nächste Woche gibt und dass er vielleicht die ÖVP zum Sondieren mit der SPÖ aufruft oder ÖVP und SPÖ zu Gesprächen mit den beiden kleineren Parteien. Sonst hätte er ja vorher schon anders entschieden. Kickl meint, eine SPÖ-ÖVP-Regierung oder ÖVP-SPÖ vielmehr sei schon so gut wie sicher. Ist das so? Nein, das glaube ich nicht. Da gibt es durchaus die Möglichkeit des Scheiterns. Und es ist aber auch nicht so, dass das eine Koalition der Verlierer wäre oder dass deswegen der Fall war, weil diese Parteien Welten trennen, wie die FPÖ sagt. Dass zwei Parteien die Welten trennen, auch 5 Jahre regieren können, hat Türkis Grün gezeigt. Aber bei
ÖVP und SPÖ gibt es seit den letzten Regierungen doch große Animositäten. Und auch wenn das Personal zigfach gewechselt hat, die sind wohl geblieben. Also es ist noch alles möglich. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Claudia Danhauser. Und schneller als im Bund wird man aller Voraussicht nach in Vorarlberg wissen, ob die FPÖ mitregieren wird. Jedenfalls hat Landeshauptmann Wallner das nach der Wahl gestern angekündigt. Binnen 4 Wochen will er eine Regierung zusammengestellt haben. Morgen beginnen die ersten Gespräche dazu. Und nächste Woche soll dann schon über eine konkrete Koalition verhandelt werden. Die Vorarlberger haben gewählt. Nun beginnt die Suche nach einer neuen Regierung. Wer in dieser Regierung sitzen soll, dazu gehen die Meinungen heute in Hohenems auseinander. Und sogar die Blauen und die Schwarzen sind wir noch nicht mehr. Und das finde ich positiv. Ja, ich glaube, es wäre schon besser, Schwarz-Grün. Nur wünsche ich mir, dass sie auch vielleicht mit den Blauen zusammentun und nicht mit den Grünen. Rechnerisch würde sich eine Zweierkoalition mit dem derzeitigen Regierungspartner, den Grünen, oder mit der FPÖ ausgehen. Beide Parteien haben naturgemäß unterschiedliche Vorstellungen, wer mit der ÖVP in Zukunft zusammenarbeiten soll. Mache ich jetzt eine Koalition mit einer Partei, die proeuropäisch ist, die für Klimaschutz steht, für soziale Gerechtigkeit, für eine Offenheit auch, oder gehe ich in eine Koalition mit einer Kickl-FPÖ und die Vorarlberger FPÖ ist dieselbe FPÖ wie die Kickl-FPÖ. Es gibt da keinen Unterschied. Da gratuliere ich dem Christoph Bitsch und seinem Team ganz besonders und auch der Vorarlberger Bevölkerung. Die kann jetzt Hoffnung haben, dass es mit der Verhinderungspolitik Schwarz-Grün zu Ende ist. Der Ball, das betonen beide, liege aber nun bei Landeshauptmann Markus Wallner. Dieser berät sich heute in den Parteigremien. Morgen finden dann 4 Augengespräche mit allen Parteien statt. Die Regierungsbildung soll jedenfalls schnell gehen. Nächste Woche will die ÖVP die Koalitionsgespräche beginnen. Israel weitet seine Luftangriffe im Kampf gegen die Hisbollah im Libanon weit in den Norden des Landes aus. So meldet das Rote Kreuz heute 18 Tote bei einem Angriff auf ein Dorf in einer mehrheitlich von Christen bewohnten Region. Die Hisbollah-Miliz setzt ihrerseits die Angriffe auf Israel fort. Bei einem Drohnenangriff wurden 4 israelische Soldaten getötet. 4 Soldaten müssen in Israel nach dem nächtlichen Drohnenangriff der Hisbollah begraben werden. Sie alle waren 19 Jahre alt. 7 weitere Soldaten wurden bei dem Angriff auf ein Ausbildungszentrum südlich von Haifa schwer verletzt. Die Drohne soll von der israelischen Luftabwehr nicht bemerkt worden sein. Die Familien der getöteten Soldaten verlangen nun Aufklärung. Auch heute greift die Hisbollah Israel wieder aus der Luft an. Doch heute warnen die Sirenen. Während die Eskalation der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz die Schlagzeilen bestimmen, fallen auf Gaza weiter Bomben. Bei mehreren israelischen Angriffen am Wochenende werden laut Berichten mehr als 30 Menschen getötet. Bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Deir al-Balah bricht in der vergangenen Nacht ein Feuer aus. Viele Flüchtlinge haben auf dem Krankenhausgelände Schutz gesucht. Ihre Zelte werden innerhalb kürzester Zeit von den Flammen verschlungen. Leute waren im Feuer eingeschlossen und wir konnten sie nicht rausholen. Ein Mensch verbrennt direkt vor den eigenen Augen und man kann ihn nicht retten. Nach israelischen Angaben wurde das Krankenhaus als Hamas-Kommandozentrale genutzt. Andere Angriffe in Gaza hat Israel dagegen noch nicht kommentiert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilt heute über seinen Sprecher die hohe Zahl an zivilen Opfern, vor allem im Norden des Küstenstreifens. Die Lage im Nahen Osten stand heute auch im Zentrum eines Treffens der EU-Außenminister. Der Iran geriet aber auch wegen des Ukraine-Kriegs ins Visier. Die Außenminister haben sich auf neue Sanktionen gegen den Iran geeinigt. Denn Raketen aus dem Iran sollen von Russland im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt worden sein. Auch die israelischen Angriffe auf die UNO-Soldaten im Libanon waren Thema. Österreichs Außenminister Schallenberg hat diese gemeinsam mit anderen Teilnehmern als inakzeptabel kritisiert. Ja, das sind doch ungewöhnlich harsche Töne, die man heute beim Außenministertreffen gehört hat. Und das wollen wir jetzt mit unserem EU- und unserem Israel-Korrespondenten besprechen. Niklaus Wildner, die Frage gleich an Sie. Wie reagiert man darauf in Israel? Öffentlich reagiert man in Israel im Moment bisher eigentlich darauf gar nicht. Das ist auch nicht sehr überraschend. Aus israelischer Sicht sind solche Aufrufe aus der EU weit weniger wichtig als ähnliche Aufrufe zum Beispiel aus den USA. Die Schlagzeilen hier in den Medien werden bestimmt durch andere Ereignisse, vor allem durch die Kriegsgeschehnisse im Libanon, im Gazastreifen und auch durch den bevorstehenden Angriff Israels gegen den Iran mit möglichen Auswirkungen eben für Israel, wenn der Iran dann zurückschlagen sollte.
Israels Premier Netanyahu hat zu der Frage der UNIFIL-Soldaten der UN-Beobachtermission im Südlibanon bereits gestern seinen Aufruf an die UNO erneuert. Er hat der UNO mit sehr klaren Worten ausgerichtet. Er sei der Meinung, die UNO-Beobachtersoldaten müssen das Kriegsgebiet im Südlibanon räumen. Das haben eben UNO und auch die EU-Außenminister jetzt scharf zurückgewiesen. Johannes Perderer, Sie beobachten für uns das EU-Außenministertreffen. Wie positioniert man sich dort in diesem Konflikt zwischen Israel und der UNO? Nun, die EU-Außenminister mussten sich hier in Luxemburg heute mit der Frage auseinandersetzen, wie man dem wichtigen Verbündeten Israel besonders scharfe Kritik ausrichten kann, ohne allzu viele Brücken abzubrechen. Einerseits hat man die Angriffe auf UN-Soldaten einstimmig und besonders scharf verurteilt. Andererseits hat etwa Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg die Kritik an Israel wieder abgefedert, indem er gesagt hat, Israel hat ein Recht, sich selbst zu verteidigen und dass er nicht glaube, dass alle Angriffe auf UN-Truppen auch wirklich absichtlich passiert sind. Niklaus Wildner, noch einmal zu Ihnen. Es ist zum bisher härtesten Hisbollah-Drohnenangriff seit Kriegsbeginn gekommen. Wir haben es zuvor gehört mit 4 toten israelischen Soldaten. Gibt es schon eine Erklärung dafür, warum das Schutzschild nicht funktioniert hat? Die Erklärung dafür liegt in der Art des Angriffs. Solche Kampfdrohnen, wie gestern eine explodiert ist, sind schwerer abzuwehren für die israelische Luftabwehr, obwohl sie technisch primitiver sind als ballistische Raketen. Das hat einerseits damit zu tun, dass sie niedriger und langsamer fliegen und dadurch schwieriger von nichtfeindlichen Fluggeräten zu unterscheiden sind. Und sie haben auch keine Flugkurve wie Raketen, die es ermöglichen würde, das Ziel der Drohne zu berechnen. Diese Drohne ist gestern mit 2 weiteren Drohnen gestartet worden. 2 Drohnen sind abgefangen worden. Die dritte ist dann auf dem Radarschirm abhanden gekommen und dann eine halbe Stunde später circa in diesem Armeestützpunkt südlich von Haifa explodiert. Von israelischer Seite heißt es, man wird die Lehren aus diesem Versagen ziehen und will besser lernen, wie man auch mit dieser Bedrohung der Kampfdrohnen umgehen kann. Aber dieser aus Sicht der Hisbollah erfolgreiche Angriff gestern zeigt eigentlich, dass das, was einmal jetzt gelungen ist, die Hisbollah und andere Terrororganisationen jeden Tag Dutzende bis Hunderte Male versuchen. Auch in Haifa hatten wir heute wieder mehrere Male Raketenalarm. Und dass es nicht zu mehr Toten und zu mehr Schäden bisher gekommen ist, ist den bisherigen Erfolgen der israelischen Luftabwehr zu verdanken. Danke, Niklaus Wildner und Johannes Perterer, für diese Live-Informationen. Und in der ZIP 2 ist dann Außenminister Alexander Schallenberg zu Gast bei Martin Thür. Deutschland will jetzt mehr Tempo bei der Erweiterung der EU machen. Dazu wurde heute neuerlich zu einer Westbalkan-Konferenz eingeladen. Seit Jahren sind die sogenannten Westbalkan-Staaten Beitrittskandidaten, aber dieser Prozess verläuft sehr stockend. Das soll sich jetzt ändern. Augen rechts! Zum 10-jährigen Geburtstag sind fast alle nach Berlin gekommen. Staats- und Regierungschefs der Westbalkanländer und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Seit Jahren wird verhandelt mit dem Ziel eines EU-Beitritts. Die EU sei nur vollständig mit dem Westbalkan. Aber der Annäherungsprozess ist mühsam und erfolgt nur in kleinen Schritten seit nunmehr 10 Jahren. Ich hoffe, dass es nicht noch einmal 10 Jahre braucht, bis alle 6 Staaten endlich zu EU-Mitgliedern geworden sind. Heute unterzeichnen die Länder des Westbalkan ein gemeinsames Abkommen zur besseren wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 2 Länder könnten schon bald den Schritt in die EU schaffen. Montenegro 2028 und Albanien 2030, sagt die österreichische Kanzleramtsministerin nach dem Treffen. Es ist eine Frage der Sicherheit für auch Europa. Es ist nicht aus reiner Nächstenliebe, dass wir das machen, sondern wir brauchen einfach diesen Raum auch, um in Zukunft besser noch gegen illegale Migration kämpfen zu können, um einen Single Market zu haben, also einen Binnenmarkt. Gute Fortschritte gäbe es auch mit Bosnien und Herzegowina. Wenig Perspektive zeigt sich aber für Serbien und den Kosovo. Die beiden Länder sind seit dem Jugoslawienkrieg in einem schweren Konflikt. Das scheint sogar bei der Konferenz in Berlin spürbar. Nach den zahlreichen Bombendrohungen, unter anderem gegen viele Bahnhöfe in Österreich, dürfte jetzt der Urheber ausgeforscht sein. Die Spur zum Täter führt jedenfalls in die Schweiz. Unter Verdacht steht ein 20-jähriger Mann, der bereits amtsbekannt ist. Aber es scheint für die österreichischen Behörden schwierig zu sein, seine Festnahme zu veranlassen. 6 Bahnhöfe binnen weniger Tage müssen in Österreich Anfang Oktober geräumt werden. Die Polizei durchsucht sie nach Sprengstoff. Rund 2 Stunden geht nichts mehr.
Bombendrohungen gegen Einkaufszentren und Schulen folgen. Die Polizei vermutet schnell, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Wie heute bekannt wird, kann die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst bereits letzte Woche einen 20-jährigen Verdächtigen in der Schweiz ausforschen. Gegen ihn wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Der Verdächtige ist amtsbekannt und vermutlich psychisch krank. Zuständig in der Schweiz ist die Staatsanwaltschaft St. Gallen. Dort bestätigt man heute, dass ein Rechtshilfeersuchen aus Österreich eingegangen ist. Das müsse jetzt geprüft werden. Festgenommen wurde der Verdächtige jedenfalls bisher nicht. Eine Auslieferung nach Österreich ist wegen seiner Schweizer Staatsbürgerschaft sehr unwahrscheinlich. Wenn der Mann, und so sieht es ja derzeit aus, psychisch krank ist, muss auch geprüft werden, ob er überhaupt haftfähig ist. Die Ermittlungen der Polizei gehen gleichzeitig weiter. Derzeit geht man nicht davon aus, dass der Verdächtige tatsächlich Anschläge planen könnte. Wir berichten gleich noch in der Sendung, welchen Rekord dieser 18-jährige Nepalese aufgestellt hat, nach den aktuellen Meldungen. China führt eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan durch. In einer Mitteilung des chinesischen Militärs ist von einer ersten Warnung an die Inselgruppe die Rede. Das taiwanesische Verteidigungsministerium nennt die Übung eine Provokation und hat eigene Streitkräfte entsandt. Im US-Bundesstaat Florida wurde ein 24-jähriger Wiener nach intimem Kontakt mit einer 15-Jährigen angeklagt. Dem Mann wird Missbrauch sowie Entführung vorgeworfen. Wann die Verhandlung stattfindet, ist noch unklar. Der Mann befindet sich seit mehr als 5 Monaten in Haft. Der Wirtschaftsnobelpreis geht an ein Forschertrio aus den USA. Sie haben sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Politik darauf hat, ob ein Land arm bleibt oder zu Wohlstand kommt. Dafür erhalten sie jetzt umgerechnet 970.000 Euro. Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine korrigiert seine Gewinnprognose für das kommende Jahr stark nach unten. Grund dafür sei der schwache Automarkt in Deutschland. Die Voestalpine-Aktie knickt heute zeitweise an der Wiener Börse um fast 7% ein. Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer eroberte mit ihren 3 autofiktionalen Romanen über die eigene Vorarlberger Familie die Bestsellerlisten und sie sorgte damit international für große Aufmerksamkeit. Wie die Welt weiterging, heißt ihr neuestes Buch, das jetzt veröffentlicht wird. Seit ihrem 14. Lebensjahr schreibt Monika Helfer neben ihren Romanen immer auch Kurzgeschichten. 365 sind im neuen Buch versammelt, für jeden Tag ein literarisches Kalenderblatt. Im Fokus stehen dabei Menschen aus Helfers Alltag. Es ist einfach, man beobachtet etwas und versucht es in ganz kurze Form zu bringen. Und es ist nicht so einfach, das so kurz zu fassen und auf den Punkt zu bringen. Auf den Punkt gebracht werden kurze, verwirrende Momente, Merkwürdigkeiten aus Helfers Leben, präzise im Stil. Das Überbordende, das Epische würde ihr als Schriftstellerin nicht liegen, sagt Helfer. Es sei bei ihr nicht so wie bei ihrem Mann, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier. Ich habe immer gedacht, wenn ich die dicken Bücher von Michael gesehen habe, ich möchte auch mal so einen Schinken in der Hand haben von mir. Und meine Bücher sind dünn. Und dann habe ich jetzt dieses Geschichtenbuch, das hat über 700 Seiten. Und da war ich richtig stolz. Das hat Gewicht. Monika Helfer perfektioniert im Buch die kurze Form des Erzählens zur höchsten Kunst. Apropos höchste Kunst, auf 8000 Metern Seehöhe hat die Kunst des Bergsteigens jetzt einen jungen Nepalesen zu einem Rekord geführt. Er hat mit gerade mal 18 Jahren alle 14 Achttausender bezwungen, was noch niemandem vor ihm gelungen ist. Bei seiner Rückkehr nach Nepal wurde Nima Rinjar Sherpa dafür ein großer Empfang bereitet. 2 Jahre brauchte er für die Leistung. Seinen ersten Achttausender bezwang er mit 16. Noch wichtiger als der Eintrag in die Geschichtsbücher sei ihm aber eine Botschaft. Er wollte das Klischee durchbrechen, dass Sherpas nur Helfer seien, die ausländischen Bergsteigern beim Aufstieg helfen. Und mit dieser Geschichte verabschieden wir uns für heute. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Ja.